Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Angelique Schamaitat. Ich bin Chefredaktion von den GFM Nachrichten und den Best Retail Cases. Heute bin ich auf der K5 und ich darf von Jan Kriesel erfahren, was es mit Plenty One auf sich hat. Plenty One basiert auf der Technologie von Plenty Markets. Wir sind dafür bekannt, bei Plenty Markets sehr tiefe Marktplatzintegrationen zu haben. Das heißt, wir bringen Händlerinnen und Hersteller und Herstellerinnen auf Marktplätze und Online-Shops, damit sie dort ihre Produkte verkaufen können. Und diese Technologie haben wir jetzt für große Händler und für Hersteller gebündelt unter dem neuen Markennamen Plenty One. Das heißt, wir haben das SMB-Segment, das kleinere und mittlere Segment unter Plenty Markets. Und mit Plenty One adressieren wir große Händlerinnen und Händler und Hersteller, die einfach auch andere Bedürfnisse haben. Ja, das habt ihr richtig erkannt. Größere Händler und Hersteller haben meist andere Bedürfnisse als die kleineren. Doch, Jan, sag mal, was macht denn eure Lösung für diese Zielgruppe so besonders? Und das Besondere von Plenty One ist, neben der ganzen Technologie in Plenty Markets, dass wir hier auch Managed Services anbieten. Das bedeutet, wir übernehmen, wenn gewünscht, für Händlerinnen und Händler die Aufgabe, die Produkte auf die Marktplätze zu bringen, also Artikeldaten anzureichern, zu entscheiden, in welche Kategorien, auf welche Kanäle oder welche Art von Shop soll es sein. Und wir haben daneben die Möglichkeit, auch digitales Marketing als Dienstleistung anzubieten. Das heißt, wir stimmen gemeinsam ein Budget ab und gehen dann auf die Kanäle, die gewünscht sind, mit diesem Budget drauf und holen so das Maximum für die Händlerinnen und Händler raus, um eben nachhaltig erfolgreich wachsen zu können. Klingt auf jeden Fall spannend, auch für unsere Schwergewichter. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Plenty One da, um sowohl im Vertrieb als auch im Marketing, im Online-Segment, im Commerce-Segment zu unterstützen. Aber was genau heißt das denn? Das heißt, wir sind ein Problemlöser. Wir können auf der einen Seite die Vertriebskanäle adressieren, die du haben möchtest, und auf der anderen Seite unterstützen wir dich eben auch wie ein Schnellboot, deine Abwicklung der Aufträge, dein E-Commerce-Business als solches wirklich schnell und nachhaltig auf die Straße zu bringen. Und das ist das Besondere, dass wir dich einfach auf mehreren Ebenen unterstützen können, wenn du das möchtest. Aber am Ende des Tages kannst du auch sagen, wir möchten euch als Middleware einsetzen. Dann nimmst du unser SaaS-Angebot, kümmerst dich selbst um die Einrichtung oder du gibst uns den Job, dich enger an die Hand zu nehmen und weiterzubringen. Das klingt auf jeden Fall schon sehr gut. Aber wie einfach ist es denn für den Retailer, eure Software zu implementieren und diese einzusetzen in seinem Business? Ja, also da wir jetzt ja nicht nur eine Lösung sehen, wo du einfach nur Artikel auf den Marktplatz bringen kannst, sondern wir wirklich sehr viele Facetten der E-Commerce Supply Chain abbilden können, kommt natürlich darauf an, was willst du mit uns anfangen. Möchtest du einfach nur auf Marktplätzen verkaufen, ist es natürlich ein ganz anderer Aufwand, das System einzurichten, als wenn du wirklich bis hin zum Fulfillment, bis hin zum Versand alles über uns machen möchtest. Aber wir sind darauf trainiert, weil wir mit Plenty Markets ein Self-Service-Produkt haben. Wir nennen das Touren. Das heißt, wir nehmen dich technisch an die Hand. Das heißt, du durchläufst einen Einrichtungsleitfaden in unserer Software. Und da wird dir gesagt, jetzt tu bitte dies, dann tu bitte jenes. Und für die drei wichtigsten Vertriebskanäle haben wir eine komplette Guided Tour, wo du ohne tiefes Fachwissen die Einrichtung eigenständig machen kannst. Das ist für diejenigen im Self-Service-Bereich, die das möchten. Und diejenigen, die sagen, nee, komm, ich möchte das nicht, biete mir das einfach als Dienstleistung an. Dann können wir das eben mit Plenty One auch als Dienstleistung anbieten. Jan, jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss. Welchen Tipp kannst du denn Retailern oder auch den Herstellern, Brands mitgeben, was sie 2023 auf jeden Fall noch im Blick behalten sollten? Super Frage. Jeder hat es mitbekommen. Wir leben jetzt in anderen Zeiten. Ja, wir sind alle gemeinsam durch den Corona-Digital-Boom gegangen und haben dort natürlich alle gemeinsam sehr viel Geld oder sehr viel Wachstum generiert, ohne wirklich, wenn wir ehrlich sind, dafür was machen zu müssen. Jetzt kommt dieses schnelle Wachstum etwas zurück. Die Leute haben natürlich auch Sorgen wegen Inflation. Wir spüren alle gerade eine Kaufzurückhaltung. Und worauf kommt es jetzt an als Händlerinnen und Händler? Ganz klar, jetzt muss man seine Operations im Griff haben. Jetzt muss man seine Kosten im Griff haben. Und bestenfalls, wenn das möglich ist und man hat eine Preissetzungsmacht, sollte man jetzt darüber nachdenken, auf Artikelebene zu schauen, wo kann ich Preise anpassen, um meine Marge zu optimieren.